Wir sind Jella und Hanna und wir erzählen euch was über den Einstieg aufs HG. Let's go! Wir machen das so im Gespräch und stellen so gegenseitig die Fragen. Genau. Und willst du die erste Frage machen? Ja. Also, warum gehst du gerne aufs HG? Also, ich gehe gerne aufs HG. Ich habe da meine Freunde. Ich musste auf ins HG gehen wegen der weiterführenden Schule. Es war in der Nähe von meinem Zuhause. Hat alles sehr gut gepasst und ja. Genau. Machen wir mit der nächsten Frage weiter. Die nächste Frage ist, wie waren die ersten Tage für dich? Willst du da auch was mit sagen oder soll ich? Du kannst. Okay, die ersten Tage für uns, sag ich jetzt mal, waren sehr cool. Wir haben noch keine Schule gemacht, alles wurde uns gezeigt. Wir hatten schon Angst, dass wir uns verirren, aber das kommt mit der Zeit, dass ihr alles kennenlernt, alle Räume, wo ihr Schule habt. Und die Schüler auf dem HG sind auch sehr nett. Und die sagen euch auch, wo was ist. Ich mache mit der dritten Frage weiter. Und zwar, wie waren die ersten Wochen für dich? Also die ersten Wochen halt immer noch sehr aufregend und so. Und dann haben wir auch schon die ersten Arbeiten geschrieben, richtig Schule gemacht. Ja, auf jeden Fall sehr cool. Ja. Machst du nächste Frage? Willst du auch wieder warten? Ja. Okay. Was machst du in der Pause? Da würde ich auch gerne mitreden. Also, ich rede mal für uns und du kannst ja da ein bisschen verbessern. Also, wir sind meistens auf der Tischtennisplatte, wenn die da kein Tischtennis spielen und essen da oder halt und quatschen oder sonst spielen wir halt Fußball. Ja. Ja. Wir spielen halt Fußball manchmal, weil wir halt nichts zu tun haben, so von uns aus. Und ja, aber eigentlich hast du schon alles gesagt. Wollen wir mit der nächsten Frage weitermachen? Die, wer soll die beantworten? Du. Okay, such dir hier eine aus. Dann suche ich mal, was hat dir den Neuanfang erleichtert? Halt die Hilfen, also der Neuanfang hat mir erleichtert, die Hilfen von den Lehrern, dass ich alle Räume finde, auch meine Freunde, weil die haben sich da auch schnell dran gewöhnt. Und ja, ich habe auch eine große Schwester und die geht auch auf die Schule. Und ja, die hat uns dann auch immer gezeigt, wo welche Räume sind. Und ja, das war eigentlich schon sehr große Hilfe. Okay, dann kannst du ja die nächste Frage machen. Okay. Was ist dein Lieblingsfach? Das würde ich gerne mit beantworten. Fang du an. So, ich hatte in der Grundschule Lieblingsfächer und so, aber mittlerweile habe ich keine Lieblingsfächer mehr. Aber ich mache Sport sehr gerne und Kunst, aber Lieblingsfächer würde ich das jetzt nicht sagen. Ja, das ist bei mir auch so. Wir hatten früher in der Grundschule meistens immer Mathe, Sport und Kunst. Und jetzt ist es eigentlich so, dass jedes Fach so auf seine Art cool ist. Ja. Und ja, genau so ist es. Nächste Frage. Was hilft dir im Distanzlernen? Im Homeschooling helfen uns unsere Eltern, unsere Familie, wenn wir mal bei denen sind. Leider geht das ja zurzeit nicht. Und aber sonst können wir auch bei iSurf, das ist ja die Plattform, wo alles rüberläuft. Und da gibt es ja auch, kann man ja auch E-Mails und so schreiben. Und dann kann man auch mal eine E-Mail an die Lehrer schreiben. Genau. Okay, kommen wir zu der letzten Frage. Und zwar, wie kamst du mit dem Neuen zurecht? Also mit den ganzen Regeln, Hausaufgaben? Also ich kam, am Anfang war das halt ein bisschen schwer, sich alles zu merken und so. Und es war halt ein bisschen schwer, die Aufgaben am Anfang, weil man das halt ja noch nicht so richtig gewöhnt ist. Aber man wiederholt da auch vieles, was man in der Grundschule schon meistens hatte. Und ja, also ich kam gut klar. Ja, es ist halt bei mir auch so gewesen. Am Anfang ist es schwer, aber man gewöhnt sich sehr, sehr, sehr schnell daran. Ja. Und ja, das klappt dann bei den meisten auch sehr gut. Genau. Und damit wären wir auch am Ende und wir wünschen euch einen coolen, tollen, perfekten Schulanfang im HG. Und genau. Genau. Tschüss.